Das Prätorium. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, es ist wirklich ein sehr magisch anmutender Ort. Ganz fantastisch, finde ich. Es hat so eine ganz, ganz eigene Stimmung, die ich sehr mag. Es ist total individuell. Man merkt förmlich die Heiligkeit dieses Ortes und die Bedeutung in der Spielerwelt selbst. Und jetzt sind wir doch mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und sehen, was uns erwartet. Ich wette, es werden bestimmt wieder richtig viele Cutscenes folgen, Leute. Stellt euch auf einiges ein, glaube ich. Ich bin selbst gespannt. Heiligtum von Indul, da sind wir nun also tatsächlich angekommen, endlich. Was hast du zu erzählen? Ah, ihr müsst die Reisenden sein, die Meister Sieg begleitet haben. Willkommen im Heiligtum von Indul. Oh, wie ich sehe, befindet sich ein Bergungstaucher unter euch. Auch Prätor Amaltus bereist in jungen Jahren Alrest, um nach Artefakten zu tauchen. Ah, interessant, okay. Das ist spannend. Gut, gehen wir weiter. Oh, so ein richtig schöner Garten hier auch. Ah, Prätorium Indul ist ein extra Ort für Söldneraufträge. Interessant, okay. Das ist sogar wirklich sehr spannend. Huch. Ganz nett hier, aber ein bisschen, wow, fehlt auch ein bisschen so ein paar Blumen oder was weiß ich. Das ist nur ein bisschen trist hier, ein bisschen sehr... Ja, ah, seht mal, das ist das große Wandgemälde, auf das man uns hingewiesen hat. Das nehmen wir uns doch mal an. Okay, Moment. Da sind Titanen zu sehen. Also an der rechten Seite hier, ne? Das sind die ganzen Titanen. Und links wohl die Menschen, die... Also man sieht wahrscheinlich den Untergang. Ich schätze mal, in der Mitte sieht man halt so ein bisschen, wie sie dann rübergewandert sind zu den Titanen. Wird ja hier auch so ganz majestätisch dargestellt. Eine Regenbogen. Aber man sieht ja vor allem sehr, sehr viele Titanen. Wahrscheinlich sehr, sehr viele mehr, als jetzt tatsächlich existieren eben, ganz klar. Sind ja auch viele gestorben, wie wir mittlerweile wissen. Gibt es denn irgendwas Besonderes, was raussticht? Ich finde das gerade sehr faszinierend, Leute. Den Moment gönnen wir uns mal. Irgendwelche Menschen, die vielleicht besonders herausstechen. Man sieht nur sehr, sehr viel Elend anscheinend. So würde ich das jetzt deuten alles. Aha. Das hier sieht aus, als hätten sie irgendeine Art Wüste durchquert vorher. Aber es war wahrscheinlich nicht immer alles vom Wolkenmeer sowieso umschlossen. Dann schätze ich mal, dass das mehr oder weniger das Land war quasi, bevor wir das riesige Wolkenmeer hatten. Wahrscheinlich, was man hier noch sieht. Und dann sind sie zu den Titanen geflohen. Aha. Manche erkennt man, dass da oben ist der Uraya-Titan, ganz eindeutig. Den gab es also natürlich damals schon, ganz klar. Die Dinger werden ja auch steinalt. Wen haben wir hier? Der erste könnte vielleicht der Indul-Titan dann sogar sein, oder? Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Aha. Nee, das da sieht so ein bisschen mehr danach aus, das ist so quallenartig, ne? Indul... Es ist ja ein bisschen eigenartig, was das betrifft vielleicht. Aber sehr, sehr spannend, das alles zu sehen einfach nur. Das finde ich ganz schön. Ist halt ein nettes Detail. Und das wirklich dieses riesige Wandgemälde, hat uns nicht einfach nur irgendeinen Quatsch erzählt, sondern ist auch tatsächlich da und ich kann es begutachten. Es würden viele Rollenspiele halt anders machen. Das muss man einfach sagen. Da würde man sich die Mühe nicht unbedingt machen, so ein tolles Gemälde hinzumalen, hinzustellen, was einfach sehr, sehr spannend ist, was uns ein bisschen was erzählt über den Hintergrund. Und ich glaube... Wir sollten gar nicht dahin, wir sollen jetzt erstmal ins Quartier, richtig. Bin schon ein bisschen voreilig, dann machen wir das doch. Aber es ist schon wirklich spannend. Naja, wobei, wenn ich das mit den Blumen so gemeint habe und so, es kann schon sein, dass... Ja, eigentlich passt das schon so, ne? Was haben wir da oben? Auch nichts Außergewöhnliches eigentlich, nur die Architektur ist relativ faszinierend, das ist ganz schön. Das ist auch tatsächlich sowas, das muss man sagen, wenn man jetzt dann echt auch sich irgendwelche... Kirchen anschaut oder so, kann man noch so von Religion halten, was man mag, aber die Architektur ist schon immer wieder was sehr Faszinierendes tatsächlich. Das auf jeden Fall, das sticht schon immer raus. Kann man sich schon vorstellen, warum viele Leute von solchen Orten sehr fasziniert sind natürlich. Aber jetzt reden wir mal da drüben mit Armalia für den Gästeflügel. Fanlanoan hat uns eure Ankunft bereits angekündigt. Ihr musstet auf eurer Reise sicher zahlreiche Strapazen erdulden. Wir haben euch ein paar Zimmer hergerichtet. Bitte nutzt diese, falls ihr euch ausruhen möchtet. Dann machen wir das doch mal. Alles klar. Wir sollten trotzdem auf der Hut sein, denke ich. Your audience with the Praetor is scheduled for tomorrow in the Sanctum's audience chamber. If there is nothing else, I shall take my leave.
Okay. Thanks for all your help. My pleasure. Good night. Night. Hey, Pyra. So, Adam, what kind of a person was he? Should I ask Mithra? No, no, it's fine. I was just wondering. He was incredible. Incredible? In Mithra's memories, I mean. I knew him only very briefly before I went to sleep. But Mithra can't remember a more genuine, courageous person. She had never met a more wonderful man. He sounds like a real hero. Mm-hmm. And you remind her of him a lot. Oh, I do, do I? Great. Wait, what? I suppose Mithra won't be very pleased I told you that. Pyra, come on. I agree with her, you know. It's cold this morning. Miss Fan. Oh, has somebody got a little crush? Nia, what are you doing here? Early riser. Always have been. Oh, I see how it is here. I wonder what Pyra and Mithra would think. Hey, no! You got the wrong... Just... Just what? Go on. I don't know. I thought she looked... sad. Oh. Good morning, you two. There's still some time before your audience. Sorry, we just woke up really early. Ah, I see. That's a pretty nice mural. Very... grand. It depicts the creation of Allrest. They say this mural was painted long ago, when the nation of Indol was still new. Oh, you've been looking at it for a while? They're missing. What do you mean by they? My memories. I know that I must have been around since this mural was first painted, or even earlier, but I don't remember that time at all. Well, you had a blade. I don't know who I was, or what I did. And I'd really like to. Mithra's lived for an awful long time. Maybe she'll know something about you. Mithra called me Haze earlier. Could it be possible that she met me somewhere before? Sometime in the past? Do you want to ask her later? Could I? Thank you very much. No need to thank me. You helped us too. Look at you going all red. I'll tell Pyra, I swear. What? I told you it's not like that. We'll see. Hey, relax. You'll give yourself wrinkles. A driver and blade are one in body and soul. It was you who told me that. Well, the other you, I mean. You mean Mithra? Of course. It was 500 years ago, so perhaps you have forgotten. Oh, I do remember saying that. So it's true? But how could she possibly remember? You're wondering how I could remember words from so long ago? What's this? You could call it a diary. I suppose. It contains details about my past lives. It's the only way I have to remember. When we return to the core crystal, our minds are wiped clean of all memories. Though a blade's life is eternal, our
effective lifespans as individuals are far shorter than a human's. You know, it's not just me. A lot of Blades try to preserve their memories in journals like this one, even though it's often futile. After all, a core crystal cannot protect a diary. Usually, the volume is lost to us, along with our memories. I'm fortunate amongst Blades. I'm passed down as an imperial treasure and recorded in official chronicles. Bridget? I don't know where your true intentions lie. I can only make an educated guess. But Rex, he is your driver. If you truly trust him, I would advise you tell him everything. If you can't do that even for him, you shouldn't be his Blade at all. I just... If you care about him, it's even more important. I know what it's like to be afraid of rejection. I really do. But if you don't tell him now, you're just storing up pain for later, not making it easier. The way you say that, you really do see right through me. Well, we go back a long way, as you recall. And we're both Blades, after all. So, das war auch wieder sehr, sehr spannend. Ich wusste tatsächlich nicht, dass man sofort die Erinnerungen verliert, wenn man einen Kernkristall zurückkehrt. Ich dachte eigentlich, solange man noch irgendwo verbunden ist mit seinem Meister, dann ist da noch irgendwie alles da. Das heißt, doch, es ergibt schon Sinn, weil wir hatten ja bei Rock eigentlich dieselbe Situation. Wobei, gut, da ist der Meister gestorben, deswegen, ich dachte eigentlich, dass das dann quasi oftmals das auslöst, dass man seine Erinnerungen dann verliert und so. Aber jetzt verstehe ich, warum die Leute eben so extrem emotional werden, beispielsweise, wenn ihre Klingen dann in ihre Kristallform zurückkehren, weil das haben wir mit Mythra bisher gemacht. Wenn man sich zurückerinnert an die Kämpfe, wo wir quasi Mythras Fähigkeit benutzt haben, haben wir eigentlich immer speziell die Klingen zerstört. Das ist natürlich schon ziemlich grausam, weil im Prinzip das ganze Band zerstört wird, was der Mensch zu seiner Klinge aufgebaut hat, weil das ist auf einmal ja eigentlich ein, ja, fast ein neues Wesen, ich weiß nicht, das ist schwierig zu sagen. Weil in gewisser Art und Weise ist man ja schon irgendwo auch ein Produkt seiner Erinnerungen, kann man sagen, in vielerlei Hinsicht, ne? Wenn man gar keine Erinnerungen mehr hat, das ist ja fast ein bisschen wie ein neues Leben, kann man sagen, irgendwo. Wenn wirklich alles weg ist. Das ist schon ein faszinierender Grundgedanke zumindest. Das ist sehr, sehr spannend tatsächlich. Ja, das kann man durchaus auch auf eine philosophische Ebene, denke ich, bringen. Auch wieder. Ich meine, ja, auch natürlich, wie man jetzt Existenz definiert und so. Das ist schon faszinierend einfach nur. Aber machen wir mal weiter. Ich denke, uns erwartet sicherlich noch das eine oder andere. Das war nur so oder so an sich schon mal ein wirklich spannender Einstieg heute, der einen durchaus zum Nachdenken anregt. Gleich muss es soweit sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werde langsam echt nervös hier. Und dass du mir nichts Unhöfliches sagst, hörst du? Boah, ja, Opa. Der Audienzsaal ist auf der anderen Seite vom Hof, ist nicht weit. Gehen wir. Auf keinen Fall dürfen wir eine Verspätung riskieren. Immerhin treffen wir den Prätor höchst selbst. Genau, und das werden wir in Angriff nehmen, selbstverständlich. Gibt's da eigentlich noch irgendwas zu entdecken oder... Zumindest ganz nett. Das sind mal anständige Betten. Auch relativ schick eingerichtet alles. Hier mit Balkon, aber es gibt, glaube ich, echt keine Überraschung irgendwie hier. Großartig. Wäre echt ganz cool gewesen, einfach so eine Schatzkiste oder so. Für die Entdeckungsfreudigen oder so. Flop. Einmal kurz das Bein gebrochen und weiter geht's. Oder so. Ja, und natürlich dieses Wandgemälde. Nach wie vor sehr interessant. Aber die Existenz eines Blazers stellt man sich echt merkwürdig vor. Das ist schon echt ein faszinierendes Konzept durch und durch, muss ich sagen. Auf diese Idee so zu kommen quasi, das ist schon erstaunlich kreativ, muss ich sagen, von den Entwicklern. Wer auch immer hier das Ganze so geschrieben hat,
meinen Respekt hat, diese Person oder auch diese Personen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend. So. Man kann wirklich viel darüber nachdenken. Es ist einfach, es hört nie auf, interessant zu sein. So, es geht also riesige Treppen nach oben diesmal. Ich bin super gespannt jetzt. Wieder ein Rückblick. Ah. Praetor. Praetor Amaltus. Oh, auch wieder ein spannender Rückblick. Sehr, sehr, sehr faszinierend erneut. Wir treten ihn also endlich gegenüber. The boy has arrived, Your Eminence. Thank you. Das erste Mal nun also, dass wir ihm tatsächlich begegnen. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. So you're Rex. I've heard much. Hi, you're not the Praetor, are you? No way. Indeed. I am Amalthus. I understand your surprise. I imagine you expected somebody older. We heard that you were Cole's driver. Your Eminence. Sorry. No need for formalities. I am a mere representative of the Praetorium. The name Praetor is simply a decoration, if you will. In any case, we're the same, you and I. Aegis drivers. I consider us equals. I feel a bit better now you've put it that way. Your Eminence. You're different somehow. I seem to recall a more forceful personality. Oh, I almost forgot. Here. I got this from Cole. He said it belonged to you. Please. Ah, Cole. That brings back memories. We're looking for a way to Elysium. Cole told us
that you would know the way. I have to get to Elysium. To save Allrest, any way I can. I mean, we won't know for sure what we can do until we get there, I suppose. But if the stories are true, it's somewhere we can all live safely. It has to be real. Long ago, too long ago, I used to think like you. Indeed, it led me to climb the world tree. However, I did not find Elysium or the architect. I believe it was because I was unworthy. Rex, I know your desire all too well. I shall help you on your quest. Really? Oh, thank you so much. No need for thanks. This may be my destiny. The reason I've lived all these years. And now... Pyra. My name is Pyra. I would be honored to have a moment alone with Pyra. I'd like to reminisce a little. Na, ich hoffe mal, das ist kein Fehler. So old man Cole really did know the Praetor. Who'd have thought? World is small place. Will Pyra be okay by herself? He's the Praetor, dimwit. What's he gonna do, eat her? Back there, I felt something weird for a second. What? Rex? It felt like we were talking to that Malos guy. You're imagining things. You know he's Malos' driver and it's messing with your head. They not seem alike to me. No, I know. It was just for an instant. Just this one moment where I couldn't tell if we were talking to the Praetor or Malos. Sorry, I'm not explaining it well. There are blades who are influenced a lot by their drivers during resonance. Their appearance, their personality. That's probably all it is. Perhaps it was due to your bond with Pyra. That could have heightened your perception of such things. Es ist sehr merkwürdig gewesen. Ich war da auch ganz erstaunt darüber. It was painted 1500 years ago. Even through exposure to the elements, it has never needed repair, always as pristine as the day it was made. The technique is long forgotten. I often wonder if we are growing as a people, or in fact, regressing. What do you think? Well, I'm just amazed at how little you've changed. Has nobody ever wondered about that? I am Indoline, and the driver of an Aegis. It keeps me young. If you say so. Why do this now, though? You've never let anyone go there before, have you? Times change, Mithra. So do people. That's not an answer. I would like to believe there is one who can reach the architect and save this dying world. Is that really so strange? And Rex is the one. Would you have resonated with him if he did not hold such potential? Ich glaube immer noch, man muss ein bisschen hier und da auch zwischen den Zeilen lesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier ist sehr, sehr viel auch, was eventuell leicht übersehen werden kann. Ich muss mir das danach mal nochmal ganz genau anschauen, glaube ich. Das macht mich alles so unglaublich neugierig. Das alles zu verstehen ist interessant auf jeden Fall.
Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Pyra ist zurück. Was wollte er denn von dir? Eigentlich hat er die meiste Zeit mit Mythra geredet. Irgendwie kannten die beiden einander von früher, kann das sein? Ja. Verehrte Gäste. Oh, hallo Fran. Fan, Entschuldigung. Der Tag war sicher anstrengend für euch. Bitte fühlt euch eingeladen, eine weitere Nacht bei uns zu verbringen. Das klingt gut. Wir haben zwar nur mit dem Prätor geredet, aber ich fühle mich trotzdem wie gerädert. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, diese fantastischen weichen Betten nochmal in Anspruch zu nehmen. Ich auch nicht. Und Tora ist recht nicht. Kuschelweiche Betten machen Fell am nächsten Morgen so schön fluffig. Dann also zurück zum Gästeflügel des Heiligtums. Okay. Aber das mit Malos ist halt sehr merkwürdig. Ich finde es immer noch komisch, dass dann wirklich... Also zum einen ist mal aufgefallen in der Szene natürlich, dass das alles da oben anscheinend hochtechnisch war. Aber das ist klar, anscheinend vor der Zeit. Ich meine, auch von den Bergungstauchen und so ist ja klar, dass die Menschen anscheinend schon irgendwo weiterentwickelt waren früher mal. Das ist auf jeden Fall auffällig. Oder drüben gibt es eine Nebenquest auch anzunehmen. Achso, wir sind jetzt hier wieder, das ist klar. Das heißt, wir müssen eigentlich auch in eine andere Richtung. Ja, die können wir mal anders auch annehmen, ist kein Problem. Ich werde es erstmal kurz ignorieren. Aber, naja, wie auch immer. Ich meine, sind da wirklich nur diese beiden Kernkristalle gewesen? Außerdem scheint dafür irgendwas geflohen zu sein. Ganz schnell. Hat er irgendwas gesehen da oben? Hat ihn irgendwas erwartet? Was, wenn er wirklich nur ein Dieb war, dieser Kernkristalle? Auf die Schnelle oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß halt wirklich nicht. Ich kann ihn ganz schwer einschätzen, muss ich sagen. Er scheint zwar irgendwo schon ehrbar zu sein, aber er ist halt auch sehr mysteriös gleichzeitig natürlich. Er weiß Dinge, die wir definitiv nicht wissen. Das ist logisch. Und macht, ja, man ist schon ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob man ihm so hundertprozentig vertrauen kann. Es wirkt alles noch ein bisschen fragwürdig. Ihr müsst nach eurer Audienz mit Prätor Amaltus sicher erschöpft sein. Wir haben euch eure Zimmer bereits hingerichtet. Die Zimmer wurden alle hingerichtet, Leute. Bitte nutzt diese, falls ihr euch ausruhen möchtet. Ja. Ganz grausam. Arme Zimmer. No, und da geht natürlich die Story auch weiter. Die haben ihre Waffe ja entdeckt. Das könnte auch noch übel werden. Was auch immer es damit jetzt auf sich hat. Sieh mal eine an, die Torna zeigen natürlich Interesse, aber das wussten wir ja bereits. Irgendwann war es klar, dass sie sich auch hier wieder einmischen. Aber was will Torna denn nun wirklich? Still intact after all these centuries. Amazing. Pinnacle of flesh-eater technology. Tenacious creatures, humans. I'm so sorry to do this to you. Aber Chin, vermutlich eine Klinge, nachdem hier auch wieder über die Menschen redet und es macht auch mehr Sinn, wenn er dann quasi als Klinge die Menschen vernichten würde. Wundert mich jetzt nicht unbedingt, sage ich mal. Jetzt nicht der größte Twist. I see. Very well. Zudem die anderen ja auch anscheinend alle Klingern waren bisher so. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Crush that man!
Sincere apologies, everyone, but I come with an urgent request. Please go to the audience chamber at once. Oh Gott, das klingt nach Ärger. Und ich meine, Chin ist anscheinend völlig am Ausrasten. Na, ganz, ganz toll. Und es ist interessant, das bedeutet, er macht er eigentlich, er erledigt da ja nicht nur Menschen, er erledigt ja auch Titanen eigentlich. Ich meine, selbst diese kleineren, das sind ja auch, gelten ja auch als Titanen. Hat man ja gesehen. Einfach mal so eine ganze Masse ausgelöscht. Doch, ja, läuft auf jeden Fall. Wunderbar, klasse. Na super. Ich weiß immer noch nicht, was ich von Chin halten soll. Aber nach der Aktion... Oh mein Gott. Keine Ahnung, was sein Hintergrund sein wird, schlussendlich. Aber er hat gerade eine Menge Respekt, glaube ich, eingebüßt. Oh. Einfach mal schön reingeballert in die Massen, jawohl. Klasse. So, wieder zurück zum Audienzsaal. As you may know, there is a demilitarized zone between Mor Ardain and Uriah. Temperantia, think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Mor Ardain are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Uriah garrison. Impossible! Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable! Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Praetor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, we... Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse, and you needn't worry about me. I am quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry! Oh, das war ziemlich schnell erledigt, aber gut, das ist auch eindeutig. Ach, schade, immer noch kein Sieg mit dabei. Schade. Und Morag ist schon mal vorgerannt. Ich hoffe, der schließt sich uns noch an. Ich warte da eigentlich drauf, ganz im Ernst. Ich warte auf den Moment. Er soll endlich spielbar sein. Gib mir den Sieg. Wir brauchen den Siegkinator, unbedingt. Ein Krieg in Temperantia, der entmilitarisierten Zone zwischen Mor Ardain und Uriah, muss verhindert werden. Doch wie es erscheint, war dies von Anfang an Mor Ardains Ziel. Der Prätor hat euch damit betraut, die Wogen wieder zu glätten, sollte die Situation jedoch eskalieren. Es wäre wohl nicht verkehrt, für diesen Fall Vorkehrungen zu treffen. Ja, das klingt auch richtig heftig. Ich meine, da könnte es sein, dass der Krieg erst richtig losgeht. So wie sich die Dinge zutragen, wird ein Krieg zwischen Mor Ardain und Uriah bald unabwendbar sein. Ich möchte euch bitten, umgehend nach Temperantia aufzubrechen und die Gemüter dort etwas zu kühlen. Ich weiß eure Mühen zu schätzen, ja. Das ist schon echt übel. Das ist richtig übel. Hier kann man nicht rein. Ich frage mich, was hinter dieser Tür verborgen liegt. Ich wette so oder so, der Prätor hat bestimmt trotzdem noch das ein oder andere Geheimnis. Ich weiß nicht. Was ist das hier für eine Kammer? Das ist auch interessant, weil ich das hier gerade sehe. Erinnert auch so ein bisschen an die Kernkristalltechnologie, ich weiß nicht. Das sieht aus, als würde da später irgendwas rauskommen können, ganz im Ernst. Das wirkt doch wie so eine riesige Fläche, die später aufgehen könnte. Irgendwie schon, oder? Könnte jetzt auch Zufall sein, vielleicht ist die Architektur auch einfach so ausgelegt. Na, an der Decke sieht man jedenfalls nichts und das würde nicht den Raum verlassen können. Hm. Wahrscheinlich irre ich mich da. Sonst müsste es einen weiteren Mechanismus geben. Aber wie auch immer. Wir gehen direkt mal weiter. Da drüben müssen wir hin, alles klar. Ja, Schnellreise läuft auf jeden Fall, kein Problem. Oh Mann, puh. Moment, ich will mal ganz kurz nachschauen. Ah, ja, doch, wir sind schon immer noch richtig, oder? Moment, wir müssen darüber. Anscheinend, okay. Das ist jetzt ein ganz anderes Eck, aber in Ordnung. Boah, heute passiert auch wieder so unfassbar viel. Es entwickelt sich wahnsinnig viel. Who? Who's responsible for this? Preparations are still ongoing. If we attack now, we could... What have you done, Senator Roderick? Special Inquisitor, what are you doing here? The Emperor ordered that the dig be halted. He was very specific, Senator. If you've restarted it,
You have violated His Majesty's will. The Emperor doesn't understand Moradin's urgent lack of resources. This is for the Empire. Your patriotism is touching. But that doesn't explain why you're waging war with Uriya! It wasn't me. I did not give that order. Even I would never dream of declaring war without His Majesty's express consent. So who in the... Morak! Who are these people busting in here? This is the driver of the Aegis. You are to afford him the same respect as me. This is him? I heard the rumors, but this boy? There are rumors now. Wow. Am I really that famous? Do you have any idea how much it costs to repair a water tower? It's a lot. So less famous, more infamous. Morag? Is Moradin really attacking? They are, as much as I hate to admit it. Tell me, what's going on? Ja, alle sind sichtlich verwirrt, das ist schon krass. Tricky indeed. If this escalates into all-out war... The timing is all wrong. We can't win this fight, not now. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That core crystal. Don't tell me you're the... Answer me! You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Orion war? Who gains... You don't mean... Jin and Torna. It very possible. But how? Maybe just coincidence after all? Master Pan. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But if Torna are really involved, doesn't that make this our problem too? But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fam? What's happening in Temperantia right now? It's being led by a weaponized titan, correct? My power doesn't only affect blades. It also works against titans. I am certain I can be of assistance. Besides... Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Fan Lenorn. You... Ich finde ihre Kraft übrigens immer noch faszinierend. Ich weiß nicht, welches Element das ist oder ob es ein eigenes Element sogar dafür gibt. Dass sie sogar auf Titanen wirkt, ist nochmal zusätzlich erstaunlich. Nu, wie lautet Plan für Eilreise nach Temperantia? Senator Roderich ist hier. Das bedeutet, im Hafen müsste ein ardainisches Schiff vor Anker liegen. Dann gehen Tora und Freunde jetzt zu Hafen und suchen Boot. Alles klar, beeilen wir uns. Oh, nach wie vor kein Sieg mit dabei. Morag, ja. Ich habe immer Poppy trotzdem lieber dabei, ich weiß auch nicht. Ich finde halt, Poppy ist sogar der stärkste Blade, meiner Meinung nach sogar. Wenn du halt entsprechend upgradest, ist Poppy so ultra busted. Das ist nicht mehr normal. Meine Güte. Kannst halt wirklich alles eigentlich mit Poppy machen und Tora stirbt halt fast gar nicht bei mir. Es ist so unwahrscheinlich, dass Tora stirbt.
Es ist einfach unfassbar. Und da kann noch so viel Aggro ziehen, das ist relativ egal. Das ist einfach so krass. Aber wie auch immer, Leute. Tja, beim nächsten Mal würde ich sagen, verlassen wir Indul wieder. Und dann nähern wir uns einem Kriegsgebiet. Okay, warum nicht? Klingt zumindest nach ziemlich viel Action. Bin ich dabei. Das darf mal wieder sein nach all diesen Gesprächen. Mitten ins Geschehen rein, warum nicht? Würde ich sagen, da dürfen wir uns doch auf einiges gefasst machen. Und insofern natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2.